Ja, die Gegner sollen einmal das Schengen-Abkommen lesen. Das steht klar und deutlich im Artikel 7. Wenn die Schweiz ihre Gesetzgebung nicht anpasst, dann fällt das Schengen-Abkommen automatisch weg. Und nur ein gemeinsamer Beschluss, ein einstimmiger Beschluss vom gemischten Ausschuss, dann müssten das alle EU-Mitgliedstaaten und Kommission zustimmen, könnte das umkehren. Und in der heutigen Zeit, wo wir angespannte Verhältnisse haben zwischen der Schweiz und Europa, ist ein solcher Beschluss, ein solcher einstimmiger Beschluss schlicht nicht realistisch. Von dem her, es braucht eine klare Willensäußerung jetzt am 19. Mai, damit die Schweiz weiterhin in dem Schengen-Vertrag und im Schengen-System dabei sein kann.